Waffenverbotszone, so soll der Hauptbahnhof sicherer werden. Megaparty, Hamburg bereitet sich als Gastgeber auf den Tag der Deutschen Einheit vor. Kinderdemenz, internationaler NCL-Kongress in Hamburg. Der Hamburger Hauptbahnhof gilt in absoluten Zahlen als einer der gefährlichsten in ganz Deutschland. Mit vielen Maßnahmen möchte die Stadt dagegen wirken. Ab Sonntag gilt ein neues Verbot. Waffen verboten prangt ab Sonntag auf rund 40 Schildern rund um den Hauptbahnhof. Was bislang nur an einzelnen Wochenenden galt, wird ab Oktober unbefristet umgesetzt. Es geht hier nicht nur um Waffen, die erlaubnispflichtig sind und wo ich eine waffenbehördliche Erlaubnis brauche. Das sind ja auch schon sehr viele, die darf ich natürlich sowieso nicht mit mir rumtragen. Es geht jetzt hier relativ niedrigschwellig eben auch um Messer, schon ab einer Klingenlänge von 4 cm und Reizstoffsprühgeräte und vieles an Schlagwaffen, Stichwaffen, was jetzt noch nicht unter das Waffengesetz fällt, aber was hier dann jetzt auch verboten ist. Denn besonders Messer haben der Polizei am Hauptbahnhof immer wieder zu schaffen gemacht. Rund die Hälfte aller Raub- und Gewaltstraftaten wurden 2022 mit Messern begangen. In der neuen Waffenverbotszone kann die Polizei das Mitführen eben solcher Messer leichter kontrollieren. Wenn man sich da so eine Jugendgruppe vorstellt, ordentlich alkoholisiert, vielleicht sogar schubsend, dann ist das eine Gruppe, die man zur Gefahrenabwehr anhalten kann. Und dann ergibt sich alles Weitere aus den Beobachtungen, aus der Situation. Hat jemand eine verbeulte Jacke? Dann geht es sogar, dass die mitgeführten Sachen durchsucht werden und die Person durchsucht wird. Und das sind eben die Voraussetzungen, die das Waffenverbotsgebiet jetzt hier zusätzlich schafft. Das Gebiet ist dabei deutlich größer gehalten als bei bisherigen Verboten. Neben dem Hauptbahnhofsgebäude sind auch der Heidi-Kabel-Platz, Teile der Adenauer-Allee und der Zopp inbegriffen. Kontrolliert wird hier, und das schon seit einiger Zeit, von sogenannten Quattro-Streifen, also gemeinsame Kontrollen von Hamburger Polizei, Hochbahnwache, Bundespolizei und DB Sicherheit. Und das hat den Vorteil, dass es überhaupt keine Unzuständigkeit gibt. Wenn jeder einzeln geht, bedeutet das immer, wir haben Hausrechtsverstoß, dann muss jemand den Hausrechtsdurchsetzer rufen, nämlich die Sicherheitswache von der Bahn. Die sind aber jetzt dabei. Das heißt, jeder, der angetroffen wird, wird sofort mit all den Maßnahmen oder kann sofort mit all den Maßnahmen belegt werden. Auch deshalb wurde die Frequenz der Quattro-Streifen zuletzt noch einmal ausgeweitet. Und es wird nicht die letzte Verschärfung rund um den Hauptbahnhof sein. Als nächstes kommt ein Alkoholkonsumverbot und Videoüberwachung auch im Außenbereich hier wird aufgebaut. Das ist schon sehr, sehr weitreichend. Wir glauben aber auch, dass wir damit sehr, sehr spürbar hier die Sicherheitslage am Hauptbahnhof verbessern werden. Ab Sonntag gilt nun aber eben zunächst das Waffenverbot. Die Sorge, dass man dann keine Taschenmesser mehr zum Wanderurlaub mitnehmen darf, ist dabei allerdings unbegründet. Wer keine Gefahr darstellt, muss sich auch keine Sorgen machen, lautet die Botschaft. Der Beitritt der DDR zur BRD im Jahr 1990 wird seither mit dem Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Dieses Jahr richtet Hamburg das Wiedervereinigungsfest für ganz Deutschland aus. Mehrere hunderttausende Besucher werden erwartet. Bis Montag ist noch ein bisschen Zeit, aber die Aufbauarbeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober kommen stündlich voran. Hamburg möchte ein Fest auf die Beine stellen, wie es Deutschland noch nicht erlebt hat. Ein Bürgerfest rund um die Binnenalster bringt Musik und Tanz, unter anderem auf der NDR-Alster-Bühne am Jungfernstieg oder in der queeren Area am Ballindamm. Hier stellen sich auch Stiftungen vor. Genau gegenüber am neuen Jungfernstieg ist die Nachhaltigkeitsmeile, beleuchtet durch grünen Wasserstoff. Spannend wird es auch auf dem Rathausmarkt. Von 10 bis 19 Uhr werden in einer Nachbildung des Plenarsaals Plenarsitzungen simuliert. Die Ländermeile mit allen weiteren 15 Bundesländern präsentiert sich auf der Mönckebergstraße. Hinterm Rathaus werden blaulichtbegeisterte Kinder auf ihre Kosten kommen. Polizei, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, alles wird es zu bestaunen geben. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker werden in der Stadt erwartet und somit wird auch die Polizeipräsenz deutlich sichtbar sein. Wir haben natürlich auch Politiker hier, die wir schützen müssen. Das heißt, von daher wird es auch ein größerer Einsatz sein. Es wird eine Demo geben und ähnliches mehr. Also insgesamt schon ein großer Einsatz. Beim zweitägigen Großeinsatz wird Hamburg von Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Bundesländern unterstützt. Mit 4 Hubschraubern, 21 Polizeimotorrädern und fast 40 Sprengstoffhunden fährt die Hansestadt hier ordentlich auf.
Am deutlichsten zu spüren sein werden die großen Sicherheitsbereiche rund um das Internationale Maritime Museum, den Michel und die Elbphilharmonie. Hamburg darf sich hoffentlich auf ein großes, friedliches Fest freuen. Montag von 10 Uhr bis Mitternacht und am Dienstag bis 21 Uhr. Kinderdemenz ist eine schwere und derzeit noch unheilbare Krankheit. Umso wichtiger ist die Forschung. Bei einem besonderen Kongress dreht sich derzeit alles um die Erkrankung, die kurz NCL genannt wird. Hier in Hamburg findet derzeit der 18. NCL-Kongress statt. Es geht um den Stand der Wissenschaft und der Forschung. Das ist das zentrale Thema und darüber möchte ich mich heute unterhalten mit Dr. Angela Schulz und Dr. Frank Stehr. Frau Schulz, vielleicht erst einmal zu Beginn, um unsere Zuschauer abzuholen, wer noch gar nichts mit dem Begriff NCL-Kinderdemenz anfangen kann. Was ist das für eine Krankheit? Ich denke, der Begriff sagt schon, es geht um Demenz. Demenz kennen viele bei ihren Großeltern vielleicht oder bei Verwandten gibt es eben häufig Demenzkrankheiten wie Alzheimer oder Parkinson. Ich glaube, das ist vielen ein Begriff. Das heißt, diese Menschen verlieren Erinnerungen, verlieren Fähigkeiten. Und das Gleiche sehen wir bei den Kindern. Die Kinder sind initial komplett gesund, man ahnt nichts Böses. Und dann auf einmal geht es je nach Form der NCL zu unterschiedlichen Altersstufen los, dass die Kinder bestimmte Wörter nicht mehr erinnern, bestimmte Dinge nicht mehr können, nicht mehr gut laufen können, nicht mehr gut sprechen können. Und bei einer Form der NCL-Krankheiten, mit der häufigsten hier in Deutschland, der CLN3-Form, werden die Kinder zusätzlich blind. Und alle Kinder leiden zusätzlich unter epileptischen Anfällen. Das ist etwas, was wir bei den Erwachsenen mit Demenz nicht so sehen. Herr Stehr, Sie setzen sich ja mit der NCL seit Jahren ein für eine Zukunft ohne Kinderdemenz. Natürlich ist dieser NCL-Kongress für Sie ein wichtiger Termin. Wie sieht denn eigentlich im Einzelnen Ihre Stiftungsarbeit aus? Ja, das ist auf jeden Fall ein zentrales Element. Ich bin froh, dass das UKE, Frau Dr. Schulz, hier diesen internationalen NCL-Kongress organisiert. Denn hier werden Wissenschaftlern zusammengebracht und auch die neuesten Ergebnisse, auch unpublizierte Daten repräsentiert. Und viele der Forscher, Forscherinnen, die wir auch von der Stiftung her fördern, die sind hier, um gerade dann darüber zu berichten. Denn seitens der Stiftung, die es seit 2002 mittlerweile gibt, ist es so, einerseits geht es darum, Ärzte, Ärztinnen zu informieren, weil es ihnen häufig Fehldiagnosen gibt, auch da haben wir großartige Unterstützung, eben durch die Ärzte und Ärzte auf dieses seltene Krankheitsbild aufmerksam zu machen. Und der andere große Bereich, weltweit die NCL-Forschung voranzubringen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch zu realisieren, ja, es geht um eine seltene Krankheit, aber man kann von dieser seltenen Krankheit unheimlich viel lernen für häufig vorkommende Krankheiten. Also nicht nur, dass das Symptom Demenz eben eine Schnittmenge darstellt zu häufig vorkommenden Krankheiten, sondern es wird hier eben auch wirklich gezeigt, da gibt es diese Schnittmengen, man kann da voneinander lernen. Und da freue ich mich natürlich drüber. Mutmaßlich bewaffnete Jugendliche in Neugraben. Bei einem Supermarkt im Rehrstieg hat am Donnerstagabend ein Zeuge zwei Jugendliche offenbar mit Schusswaffen und Sturmhauben ausgerüstet bei der Polizei gemeldet. Mit der Sondereinheit USE rückten die Beamten an und umstellten schwer bewaffnet das Gebäude. Die beiden 14- und 15-jährigen Jugendlichen wurden vor Ort in Gewahrsam genommen. Sie trugen Sturmhauben und hatten Softair-Pistolen, also keine echten Waffen dabei. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Warum die beiden möglicherweise einen Überfall vortäuschten, wird nun ermittelt. Am Donnerstagabend ist es auf der Wandsbeker Chaussee zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Streifenwagen der Bundespolizei gekommen. Nach Angaben der Polizei Hamburg war der Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt und mit Sonderrechten unterwegs. Bei der Kollision verletzten sich die Insassen des zivilen PKW und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. In Halstenbek in Schleswig-Holstein ist am Donnerstagabend ein Feuer im Dachstuhl eines Reihenhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten die Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, das Gebäude bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Da eine Hochspannungsleitung nah am Gebäude vorbeiführt, musste die Feuerwehr zunächst prüfen, ob für die Einsatzkräfte auf der Drehleiter eine Gefahr besteht. Dies war nicht der Fall. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Wir kommen zum Sport. Aktuelle Meldungen rund um unsere Hamburger Vereine und Sportler gibt es jetzt kurz und kompakt in der Zusammenfassung.
Der Hamburger Sportverein feiert heute sein 136-jähriges Bestehen. Am 29. September 1887 wurde der Verein gegründet. Seitdem verzeichnet der HSV 100.000 Mitglieder in mehr als 30 Abteilungen und ist damit der 8. größte Sportverein in Deutschland und weltweit auf Rang 17. Passend zum Geburtstag spielen die Rothosen am Abend das Topspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Im Volksparkstadion wird es eine Jubiläumskollektion geben, auch eine Choreografie wird erwartet. Die Organisatoren der Fußball-Europameisterschaft 2024 haben in Hamburg den Stand der Planung bekannt gegeben. Im Volksparkstadion werden im nächsten Jahr 5 EM-Partien ausgetragen, 4 Gruppenspiele und ein Viertelfinale. Die sogenannte Fanzone wird auch wie bei der Heim-EM 2006 auf dem Heiligen Geistfeld sein. Welche Mannschaften in Hamburg spielen werden, steht noch nicht fest. Die Gruppenauslosung findet am 2. Dezember in der Elbphilharmonie statt. Trotz Magenproblemen ist Tennis-Olympiasieger und Roten Baum-Gewinner Alexander Zverev beim stark besetzten ATP-Turnier in Peking angetreten. In der ersten Runde setzte sich der Hamburger gegen den Argentinier Diego Schwartzmann mit 6:7, 6:1 und 6:4 durch. Zverevs Achtelfinalgegner in der chinesischen Hauptstadt ist der Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Aufgeschlagen wird am Sonnabend. Wir kommen zum Wetter. Das Wochenende beginnt mit vielen Wolken am Hamburger Himmel und Temperaturen bis 14 Grad. Erst gegen Mittag und Nachmittag wird die Sonne gelegentlich zum Vorschein kommen. Es werden 19 Grad Höchsttemperatur erwartet. Auch am Sonntag bleibt es mild, dann allerdings mit vereinzelten Regenschauern. Die neue Woche beginnt mit vielen Wolken und ebenfalls hoher Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperatur steigt auf immerhin 21 Grad. Am Dienstag ist dann endlich wieder die Sonne zu sehen. Bei windigem Wetter wird es 18 Grad warm. Soweit die Aussichten fürs Wetter.